Hallo, ich bin der Cristobal und freue mich schon aufs Event. Jetzt arbeite ich an meinem Solo-Projekt und das ist jetzt mein Ziel. Eigentlich finde ich das eine sehr, sehr gute Sache, eine sehr, sehr gute Plattform. Natürlich, Popstars habe ich ja quasi gewonnen. Ja, bei der Winner ist bin ich rausgeflogen. Das war über die erste Erfahrung quasi gesammelt, wie das ist, rauszufliegen. Aber es ist eine gute Plattform. Man kann sich gut präsentieren vor Millionen Publikum und eigentlich unbezahlbar. Das war das letzte, was ich gemacht habe, Castingsendung mäßig, und jetzt probiere ich das mal auf dem anderen Wege, weil Erfahrung hat man gesammelt, Kontakt hat man gesammelt. Es ist eigentlich auch möglich, das anders zu schaffen. Natürlich Michael Jackson, aber jetzt von Leuten, die jetzt noch am Leben, ist Justin Timberlake mein Favorit. Ich konzentriere mich jetzt mehr auf die Schauspielerei, ja, aber ich hoffe, dass auch bald mal wieder was Musikalisches von mir kommt. Also ich bin jetzt glücklich. Ich glaube, wenn ich jetzt irgendwas anders gemacht hätte, wäre ich jetzt nicht da, wo ich jetzt bin. Von daher würde ich sagen, ich würde es genauso machen. Vielleicht hier und da mal was anderes, aber im Großen und Ganzen bin ich ganz zufrieden mit dem Verlauf meines Lebens. Okay, wäre ja schade, wenn nicht. Richtig. Aber es, ja, zum Glück kann ich damit sagen, dass ich glücklich bin. Das ist der Bühne. Das ist Pennies. Während Popstars bin ich quasi im offenen Hosenstall auf die Bühne gegangen und habe quasi die ganze Performance lang mit einer offenen Hose getanzt. Bis ich dann irgendwie im Nachhinein, hat dann jemand aus dem Publikum so gemacht, so eine Anmerkung gemacht, da ist was, ist so, ach du Kacke. Ja. Das war schon ziemlich peinlich. Ja. Aber jetzt weiß ich, dass ich immer an meinen Hosenstall denke, bevor ich auf die Bühne gehe. Definitiv für Spanien. Ja, Spanien wird zum wiederholten Mal Europameister. Das werden wir sehen, aber ich glaube schon. Hoffe natürlich. Also ich esse sehr gerne. Also ich verbringe meine Freizeit sehr viel mit Essen. Sieht man auch, ja. Nee, also ich reise sehr gerne, also ich sehe sehr gerne, was so in der Welt passiert. Und ich mache gerne was mit meinen Liebsten, also Familie und so ist mir ganz wichtig. Also Entschuldigung, wenn ich keine Musik mache, dann mache ich was mit meiner Familie. Traum von Familie, würde ich jetzt mal sagen. Also eine eigene Familie zu gründen, ein schönes Häuschen zu haben, einen schönen Hund namens Charlie, der durch den Garten rennt. Das ist so ein Lebenstraum, aber natürlich, dass ich das musikalisch alles, meine Träume sich so verwirkliche, wie ich mir das so im Kopf vorstelle. Aber es ist so ein weiter Weg, aber wenn man einiges tut, kann man auch alles auf die Beine stellen. Ja, muss nur hart dafür kämpfen. Richtig. Zufälligerweise mal nichts, denn sonst immer habe ich mein Handy und mein Schlüssel. Portemonnaie habe ich immer, ich trage ungern Portemonnaie, also auch immer Bargeld, aber wir sind hier im schönen Bubi-Park, da brauche ich kein Handy, weil damit mir die Leute nicht auf die Nerven gehen, leise ich Handy mal aus. Aber sonst es ist es eigentlich ungewöhnlich, sonst habe ich immer was in Rundtaschen, nur heute, ihr habt mich erwischt, heute habe ich nichts drin. Ich war schon auf einer Achterbahn. Ich war mal die da vorne. Sieht man die? Die Sidekick meinst du oder was? Nee, die Achterbahn, das Ding. Nicht die Holz, sondern die neben dran, diese. Ist das dieser MP-Express? Richtig. Da war ich gewesen und
mir war ziemlich schwindelig. Also ich bin quasi so rausgegangen. Und es war kurz vor meinem Auftritt. Also es war so ein bisschen blöd vom Timing her. Aber wir werden jetzt, ich habe noch ein bisschen Freizeit und jetzt werde ich noch die ganzen anderen Sachen bekundschaften meiner Freundin und Freunde, die noch dabei sind. Jetzt werden wir mal hier schön durch den Park laufen.